Hallo zusammen, hier ist euer Oliver von L2P. Heute stellen wir euch das neue Spiel Berserk and the Band of the Hawk vor. Der Publisher des Spiels ist Koei Tecmo und ihr könnt euch das Spiel wie Dynasty Warrior vorstellen. Das Spiel basiert auf dem Manga Berserk, der mit 40 Millionen verkauften Kopien einer der beliebtesten Mangas überhaupt ist. Wer den Anime Berserk kennt, der kennt auch den Charakter Guts. Dort ist er nämlich als der Schwarze Ritter bekannt. Mit dem Charakter fangt ihr auch in dem Spiel an. Starten wir mit dem Gameplay. Das Spiel könnt ihr euch als Hack and Slash vorstellen und es hat ein gewisses Potenzial an Gore. Beim Kämpfen könnt ihr verschiedene Kombos einsetzen, um Horden von Gegnern zu töten. Mit einer Extra-Leiste, die ihr beim Töten von Gegnern auffüllt, könnt ihr einen extra starken Angriff durchführen. Wie bereits im Manga bekannt, habt ihr die gleichen Bosse, die ihr bekämpfen müsst. Als neues Feature in dem Spiel könnt ihr sogar Pferde nutzen, um die Gegner zu killen. Neben Guts habt ihr auch verschiedene Charaktere, die ihr spielen könnt. Diese zählen zu den bekanntesten aus dem Manga. Wenn ihr mehr über diese Charaktere erfahren wollt, habt ihr die Möglichkeit, zwischen den Missionen mehr über diese Charaktere zu erfahren, die neben der interessanten Story auch eine coole Animation mit sich bringt. Neben dem ganzen Killen der Gegner habt ihr auch ein Equipment- und Upgrade-System, um eure Stats zu verbessern. Darüber hinaus gibt es sogar noch zwei weitere Modi, wie Freeplay und Endless Eclipse. Im Freeplay-Modus könnt ihr die Story-Mission wiederholen, Charaktere auswählen und habt keine lästigen Dialoge. Und im Endless Eclipse-Modus kämpft ihr gegen unzählige Gegner, um euer Equipment und das Geld zu verbessern. Neben dem ganzen Töten von Gegnern bringt das Spiel durch die Animation viel Abwechselheit. Deswegen geben wir dem Spiel 4 von 5 Toupees. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen und wir würden uns über ein Like und ein Abo freuen. So wie in der Beschreibung findet ihr unsere Links für Facebook, Twitter und Twitch.